Eine grosse Ehre für die Schweizer Boogie-Woogie-Pianistin Vanessa Gnägi, alias La Diva. Sie durfte im berühmten Palladium in London auftreten. Für eine Rock'n'Roll-Legende, die auch ihr grosses Idol ist. Bernerin hat das Jubiläumskonzert zum 80. Geburtstag von Jerry Lee Lewis eröffnet und sich damit einen grossen Traum erfüllt. Die trendige Carnaby Street in London. Die Uhren werden musikalisch um ein halbes Jahrhundert zurückgedreht. Boogie-Woogie- und Rock'n'Roll-Fans pilgern zum berühmten Palladium. Ebenso zahlreiche Stars wie Ex-Led Zeppelin-Sänger Robert Plant. Gekommen sind sie alle für eine Musiklegende. Der bald 80-jährige Jerry Lee Lewis ist auf Abschiedstournee und eine Schweizerin teilt die Bühne mit ihm. Vanessa Gnägi, Künstlername La Diva. Hier beim Soundcheck. Ein Traum geht für die Bernerin in Erfüllung. Jerry Lee Lewis ist das große Vorbild der Pianistin. Es war wirklich einer meiner grössten Träume, dass ich mal Jerry Lewis persönlich kennenlernen darf und mit ihm zusammenspielen. Das ist ganz klar einer meiner grössten Träume. Ich realisiere es gar nicht richtig. Ja. Ist man eigentlich stolz? Ja, extrem. Klar. Bei den Proben lernt die 26-Jährige gleich noch eine weitere Legende kennen. Albert Lee, für viele einer der besten Gitarristen aller Zeiten. Welchen Rat hat er für die junge Musikerin? Ich habe gehört, sie sei sehr talentiert und ich bin sicher, sie ist eine tolle Musikerin. Das Wichtigste ist, so viel wie möglich mit anderen Musikern zu spielen. So lernt man am meisten. Das Konzert naht. Der große Meister Jerry Lee Lewis trifft ein. Und währenddessen trifft die Schweizerin letzte Vorbereitungen im Backstage-Bereich. Aus Vanessa wird La Diva, die vor dem größten Auftritt ihres Künstlerlebens steht. Da ich nur 8 Minuten habe zum Spielen und das sollte einhalten, habe ich mir natürlich schon etwas überlegt, wie mache ich es, was mache ich. Aber es wird sich trotzdem immer wieder spontaner geben auf der Bühne. Was machst du denn wirklich? Ich hoffe, ich werde nicht allzu nervös sein. Nervosität hin oder her. Jetzt geht's los. La Diva macht den Auftakt zum großen Geburtstagskonzert. Und dem Publikum gefällt's. Der Schweizer Boogie-Woogie-Export kommt an. Auch bei Jerry Lee Lewis. Sein privates Treffen mit La Diva dürfen wir zwar nicht filmen. Doch man hört, der Meister habe wohlwollend reagiert auf die junge Kollegin.